Janina. Siehst du, ich habe gewusst, dass mir das passieren wird oder habe gedacht, es wird mir nicht passieren. Ich habe nämlich eine Patentochter, die heißt Janine. Dafür kann ich ja nicht. Aber dadurch ist mir dieser Name mit E geläufig. Ich werde versuchen, heute Abend mich auf das A zu konzentrieren. Versuch Janina. Das mal die Stunde rauszukriegen, ja. Ja, eine Stunde lang. Lieber Karl, du warst ja schon mal bei mir, aber heute geht's um dich und deine Tochter. Wie ist das eigentlich, wenn man so ein, ja, so ein, soll ich sagen, ein Symbol von Respektlosigkeit ist, wie du? Wie verschafft man sich Respekt als Vater? Mit wem sprichst du jetzt? Mit dir. Ach so, ja. Doch ja, was man zu Hause macht, muss man ja nicht vor den Fernsehkameras machen, nicht? Und umgekehrt. Ich habe noch nie eine Frau im Fernsehen geschlagen. Ja. Karl, hör mal. Komm. Willst du damit sagen, dass du deine Tochter oder deine Ehefrau... Nee, Ehefrau nicht, die war ja schon eingeprügelt, als ich sie geheiratet habe. Aber die Tochter, muss ich zugeben, als sie mich nervte, da war sie vielleicht mal 2,5 Jahre alt, da kann sich aber Gott sei Dank nicht mehr dran erinnern, da habe ich ihr gegen ihre niedlichen Beine geschlagen, also nie ins Gesicht, sondern bis mir das so weh tat, also wenn Kinder nerven, ja, da muss man... Das habe ich ja nun selbst auch noch von meinem Vater erfahren, das ist manchmal die beste Erziehungsmethode. Ich nehme an, dass man das mit dir... Oder bist du nie geschlagen worden? Gelegentlich. Ja, siehst du. Ausreichend. Heute würde ich das auch nicht mehr tun, aber ich habe sie, als sie 3 Jahre alt war, und sie fängt dann an, irgendwie, ich weiß nicht mehr, was war, aber sie kann sich nicht mehr daran erinnern, deswegen bin ich auch schuldfrei jetzt. Haben Sie Ihren Vater als streng empfunden? Nein, eigentlich nicht. Sie können sich also an die strenge Phase nicht erinnern? Na, kommt drauf an. Also manchmal war er streng und manchmal nicht so streng. Aber du bist aufgewachsen in einem, sagen wir mal, konservativ strengen Elternhaus. Ja, mein Vater war Lehrer, sehr beliebt bei den Schülern, aber mit den eigenen Kindern konnte er nicht gut umgehen. Das heißt, der hat mich mal richtig verprügelt. Das war, als ich seine Unterschrift gefälscht hatte. Das war nur wegen des guten Friedens zu Hause, wegen der 5. Und heute, ich glaube, dass meine Tochter nicht die Angst haben brauchte, wenn sie mit einer schlechten Zensur nach Hause kommt, dass sie die vor den Eltern verheimlichen musste. Also könnte man sagen, dass du aus den Lehren deiner etwas autoritären Erziehung den Schluss gezogen hast, ich möchte meine Tochter anti-autoritär erziehen? Nicht anti-autoritär, das kann ich nicht haben. Das sind diese Leute mit diesen Indienfeuteln und die sich von... Die lassen sich von ihren Kindern ins Gesicht schlagen und so. Ja. Hau doch die Mami und mal so, nein. Ja. Eine gewisse Strenge, ein Respekt muss da sein, aber ich sage ganz einfach, das ist auch in der Gene drin, ja. Wenn man ordentliche Eltern hat, dann sind die Kinder auch ordentlich, dann muss man sie nicht so. Man kann also aus einem Kind, was vielleicht die Veranlagung dazu hat, widerspenstig zu sein, nicht unbedingt ein gefügiges Kind machen. Und ich brauche das aber. Du bist ja nicht unbedingt ordentlich. Er ist nicht ordentlich. Oh, das erzähl mal, das ist ja interessant jetzt. Ja, jetzt wird's interessant. Du sagst, ordentliche Leute haben ordentliche Kinder. Du bist nicht ordentlich, aber ich. Was verstehst du denn unter unordentlich? Ja. Die Klamotten rumliegen lassen, so die Strumpfhosen und so? Ich lasse meine Strumpfhosen nie rumliegen. Nein. Was meinten Sie jetzt damit? Das ist ja, doch das ganz interessant. Das musst du mal erklären, ja, bitte. Ja. Das interessiert mich persönlich jetzt auch. Ja. Ja, wie der Vater, so das Kind. Wie der Vater. Hat er gesagt. Hat er gesagt, aber Sie sind nicht wie er. Doch. In einigem. Aber in der Unordentlichkeit, ja. In der Unordentlichkeit, was das Haus anbelangt. Sind Sie denn, so wie er, auch jemand, der sich gerne produziert? Das merkt man doch, dass er hier sitzt. Ich habe Sie gefragt, Karl. Nicht unbedingt. Nicht, Sie sind ein bisschen anders. Stört es Sie, dass er jemand ist, der sich gerne produziert, und zwar auf eine ganz bestimmte Weise und dadurch auch ein bestimmtes Image hat? Naja, muss sein Image hier halten, ja. Nein, stört mich nicht. Es stört Sie nicht? Nein. Hat man Sie in der Schule manchmal darauf angesprochen? Ja, natürlich. Ja, und war das dann mehr eine Last, den Namen Dahl zu haben? Oder waren Sie stolz auf ihn? Oder beides zugleich? Ich meine, natürlich war ich stolz auf meinen Vater, aber es war auch eine Last. Ja, haben Sie ihn auch verteidigt manchmal? Einmal habe ich es probiert, aber dann habe ich es lieber gelassen. Das sind Geschmackssachen, da kann man wahrscheinlich wenig drüber streiten. Ich meine, möchtest du der Sohn von Otto Walkes sein? Dann lieber deine Tochter. Ja, genau. Hat er,
hat Ihr Vater für Sie viel Zeit gehabt, als Sie noch klein waren und er gerade dabei war, seine Karriere aufzubauen? Ja, wir sind in den Zoo gegangen und... Ja, der Zoo ist zu Hause, sie hat mich nur angeschaut. Also, nein, im Zoo kann man ja auch einmal im Jahr gehen. Ich meine, jetzt hat er also regelmäßig für Sie Zeit gehabt oder... Ja, doch. Weil es ja gerade bei Prominenten und bei Menschen, die sehr viel für die Karriere tun, ist es ja oft so, dass sie die Kinder gelegentlich mit großer Liebe und Zuneigung besuchen, aber dann immer viel unterwegs sind. Sie nicht, dass ich mich erinnern kann. Sie können sich erinnern. Sie hatten das Gefühl, dass er genug Zeit für Sie hat. Ja, auf jeden Fall. Karl, hast du eigentlich einen Plan gehabt für die Erziehung? Hast du sozusagen irgendeine Vision gehabt, wie diese Tochter mal sein soll, wie du sie beeinflussen willst? Sie sollte ja erstmal Mirko heißen. Sie sollte ein Sohn sein. Ja, und das kann man ja lenken, indem man mit dem Fieberthermometer jetzt ruft. Ja. Und dann war es ein Mädel, dann war ich unheimlich froh, weil Mädchen ja normalerweise später nicht diesen Stress haben, eine Familie zu ernähren. Die brauchen ja nur bügeln und die macht weiter. Ja. Und dann haben wir sie Janina genannt. Das war ein Wunsch, das war der Alternativname von meiner Frau. Janina ist polnisch Johanna. Meine Mutter hieß Johanna. Warum die Janina heißt, weiß ich nicht, aber es ist ein schöner Name. War damals ziemlich, ein Modename. Ja. Also kaum ausgegeben. Danach gab es mehrere Janinen, wie du so Janinanen. Sagst. Janinanen. Ja, Janinanen. Du glaubst, es interessiert jemanden? Ja, es interessiert schon. Ich mache jetzt mal, apropos Erziehung, ich muss mal auf die Frage antworten. Ich habe, als ich dieses Kind bekam, die Tourneen... Also reduziert mit Instabusch. Das Instabusch und Co. war das ja noch zu der Zeit. Da habe ich gesagt, so, jetzt brauchen wir den Sommer frei. Wir brauchen dann, als sie zur Schule ging, die Schulferien frei, damit wir auch mal in den Urlaub fahren können. Da habe ich das erste Mal gespürt, dass man auch eine Familie hat und nicht nur dieser Karriere erfolglos nachläuft. Da sage ich, das kannst du später noch machen, wenn sie 18 ist. Und deswegen bin ich jetzt am Anfang meiner Karriere. Ja. Ja, Nina, Sie haben eben so ein bisschen aufmüpfig reagiert. Dürfen Sie auch frech sein oder mag er das gar nicht, wenn Sie ihm gegenüber auch mal Ihre Meinung sagen und auch mal sozusagen nicht die brave Tochter sind? Wie reagiert der Papa? Ja, er sagt nichts mehr dazu. Er sagt einfach nichts mehr dazu? Aha, naja, das lässt ja tief. Ich habe meistens das letzte Wort bei uns. Sie haben meistens das letzte Wort? Ja. Heißt das, dass er Sie sehr mag und auch ein bisschen verwöhnt? Nö. Warum nicht? Du hast doch alles bekommen im Leben, was du haben wolltest. Ja? War es vielleicht ein bisschen zu viel? Nö. Nein, Sie genießen das. Also ich kann mal nicht sagen, man kann das nicht mit, wir haben ja nur dieses eine Kind. Ja, ich bin ja selbst in einer Familie aufgewachsen, da war ich der Vierte und musste noch die Unterhosen von meinem Bruder tragen. Das brauchte sie ja nicht, weil sie keinen größeren Bruder hat. Wenigstens nicht in der Ehe. Ja. Und deswegen hat sie immer neue Sachen gekriegt. Ich musste wirklich die Sachen auftragen, die mein älterer Bruder Otto, der ist Professor übrigens. Also der ist etwas geworden. Der ist etwas geworden, ja. Ja, stimmt. Wirklich, ja. Lange studiert. Stört es Sie, dass Ihr Vater manchmal so eigenartige Bemerkungen über Frauen macht? Also Sie, ich weiß nicht, ob Sie seine Sendungen sehen. Sehen Sie seine Sendungen regelmäßig? Ja, jede. Nein. Also das klang überhaupt nicht überzeugend. Jetzt sagen Sie mir die Wahrheit. Darf ich das, Papa? Ja, absolut. Nein, ich habe meistens keine Zeit zum Gucken. Sie wollen die meistens nicht gucken. Nein, ich habe keine Zeit dazu. Zeit hat man doch, wenn man sowas will, hat man Zeit, oder? Ja, wenn man will, hat man Zeit. Genau. Gut, also ich meine, aber Sie hören ja auch in anderen Zusammenhängen oder sagt er solche Dinge sonst gar nicht, weil er in den Sendungen auch manchmal so ein bisschen Witze auf Kosten der Frauen macht. Und das sind ja nun eine Frau. Ja, doch, aber das muss man doch nicht ernst nehmen. Das ist okay. Also, Sie nehmen ihm das nicht übel. Nö. Aber Sie wissen, dass manche Leute sagen, also es gibt Frauen, die das ihm übel nehmen. Ja, wenn sie sich dafür angegriffen fühlen. Das liegt an jedem. Das sind ja nur die Dummen. Nein, also Sie sehen ihn als Komiker und sagen, das ist einfach sein Beruf und das muss er machen, um anzukommen und das stört Sie weiter nicht. Ja. Was sind denn Ihre Berufspläne? Darf ich etwas dazwischen machen? Wie nennen Sie ihn eigentlich? Ja, Papa oder Karl. Auch Karl? Ja. Gibt es Unterschiede, wann Sie Papa und wann Sie Karl sagen? Wenn sie Kohle braucht, sagt sie Papa. Aber sie verdient seit 3 Monaten Selbstgeld, seitdem sagt sie nur noch Karl zu mir.
Mhm. Womit verdienen Sie Geld? Was machen Sie? Ich habe dieses Jahr mit der Schule aufgehört und fange jetzt an, überall so ein bisschen zu praktizieren und Volontariat zu machen, rumzujobben. Auch in welcher Branche? Ja, auch in der Fernsehbranche. Fernseh, Film, Fernsehen. Film, haben Sie beim Film mitgemacht? Ja, Regie-Volontariat beim Kinofilm. Was für ein Film? Darf man das verraten? Mhm. Du kannst doch schon sagen, der Film... Ja, okay, der Film mit Harpe Kerkeling, der wurde gedreht diesen Sommer. Kommt im Februar in die Kinos und den haben wir jetzt abgeschlossen. Haben Sie den Job durch den Vater bekommen? Nein. Selbst? Selbst. Aber der Name hat nicht geschadet? Nö, schaden tut der Name nicht. Und wollen Sie... Also über meine Tochter noch nie einen Job bekommen. Warum gegangen? Noch? Wollen Sie denn in die Branche, wollen Sie irgendwas im Fernsehen machen? Ja, es ist schon interessant, also es macht Spaß, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, in welche Richtung. Ich will erstmal ausprobieren, verschiedene. Jetzt Regie, Volontariat, Aufnahmeleitung. Was hat Ihr Vater gesagt, als Sie sagten, Sie wollen mit der Schule aufhören? Sie hatten noch keinen Abschluss. Was soll er dazu sagen? Ich meine, naja, also es gibt Väter, die sagen, mach er hat ja selbst keinen Abschluss. Also du bist nicht in sie gedrungen und hast gesagt, mach weiter. Ich habe sogar mit dir im Frühjahr gesprochen. Sag mal, willst du dies eigentlich noch weitermachen? Wenn du dann Abitur hast, dann musst du studieren. Und dann liegst du mir bis zu deinem 30. Lebensjahr auf der Tasche. Und ich musste auch mit 18 anfangen, meine Lehre. Und ich bin der Meinung, wenn man, sie ist kein Typ, der nur Schularbeiten macht und so. Sie ist so ein bisschen wie ich. Sieht ja auch genauso aus wie ich. Ja. Oder? Wie alt sind Sie? 18. 18. Sie wohnen noch zu Hause? Fast. Fast, und haben Sie einen Freund? Sie müssen das nicht beantworten. Das wäre jetzt das erste Mal, dass ich das erfahre, ja? Naja, dafür sind solche Gelegenheiten ja ganz gut. Also ich hatte mit 18 meinen Eltern nicht erzählt, ob ich nun ein Verhältnis oder einen Freund oder sowas habe. Das erfahre ich jetzt vor 300.000 Zuschauern, wie viel du hast. Ein bisschen mehr hoffentlich, aber Sie wollen nicht darüber sprechen. Warum denn nicht? Jetzt erzähl mal, hast du einen Freund? Welchen von den vielen meine ich? Wir müssen keine Namen nennen, aber es gibt Freunde. Ja. Ja. Und der Vater kennt Sie wirklich nicht? Ich kenne, da kommt ja jeden Tag ein anderer Typ an. Ach so, aber du meinst, du kennst nicht den Freund, nur die vielen. Wenn bist der Briefträger zweimal klingelt, dann mache ich mir Gedanken. Ja. Bist du eifersüchtig, wenn so junge Freunde ins Haus kommen? Ach, da stehen natürlich manchmal welche auf der Matte. Und die müssen ja erstmal bei mir durch, nicht? Und dann werden die getestet und so. Und dann sage ich, guck dir den Typen genau an. Vielleicht will der ja gar nicht dich, sondern mein Geld. Mhm. Ja. Kommt da so ein Erbschleicher an? Ja. Nein, nein. Na, aber ich halte mich da völlig raus. Ich halte mich völlig raus. Da kommt wohl manchmal einer, mit dem trinke ich ein Bier. Er muss mittrinken können und so, dann ist richtig. Ja. Aber du weichst aus. Nein, es interessiert mich nicht, wenn ich einfach sage, das ist ihr Leben. Und ich mache mein Leben. Ich erzähle ja auch nichts, weil ich mit 18 Jahren alles gemacht habe. Na gut, aber man hat doch zu einer Tochter schon eine sehr enge Beziehung. Und da kommt plötzlich ein anderer Mann. Immerhin ist ja der Vater der erste Mann im Leben einer Tochter. Ist das wirklich so? Das ist so, ja, ja, ja. Bei der Geburt hilft meistens eine Hebamme, manchmal natürlich ein Oberarzt. Aber an den erinnert man sich nicht mehr so gut. Also der erste Mann, der irgendwo eine Rolle spielt, ist schon der Vater. Ich hatte auch gesagt, wenn sie sich einen Freund sucht, dann soll das so einer sein, der so aussieht wie ich, damit die auch eine Chance haben. Ja. Also du bist nicht eifersüchtig? Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Obwohl da so jeder Arsch, der da kommt, den würde ich nicht akzeptieren. Ja. Aber das hat dann andere Gründe, nicht Eifersucht. Eifersucht kann ich nicht sagen, aber es ist natürlich so ein Stück, sie entfernt sich jetzt. Sie ist nicht mehr 15, sie ist 18. Und sie muss selbst entscheiden, wenn sie mal bis 10 Uhr wegbleibt und so. Darf denn auch, ja. Darf denn, wie lange dürfen Sie ausbleiben? Solange ich will. Solange Sie wollen. Was? Aber, aber Freunde übernachten noch nicht zu Hause bei Ihnen. Bei mir nicht, aber... Na, ich meine im Haus. Ja, ich meine, das ist sehr intim, was du da jetzt fragst. Gut, sagen. Schluss. Ich wollte nur... Es geht wirklich in den privaten Bereich. Gut. Du hast ja das Recht zu sagen, darüber wollen wir nicht reden. Das interessiert mich jetzt auch nicht. Ich werde sie nachher fragen, und zwar sehr gewaltig. Gut. Naja, ich meine, weißt du, es gibt ja Familien, wo diese ganzen Dinge also schon in sehr frühen Jahren alle sehr locker gehandhabt werden. Und in anderen Familien ist man da einfach noch ein bisschen streng und sagt, da vor der Abnabelung...
muss das noch ein bisschen seine Ordnung haben. Ich muss mal sagen, es stört wohl jeden. Jeder, der kommt, kann nie der Richtige sein, auch für die Mutter nicht. Das ist wohl ganz normal so. Ich sehe das bei meinen Geschwistern, da sind auch alle älter, die Kinder von meinen Geschwistern. Das reicht nie, wenn da einer kommt. Und deswegen, ich sage, ich bin da ziemlich tolerant. Ich denke auch, dass Janina, heißt sie, gell? Ja. Dass sie also auch der Meinung ist, dass ich ihr da freie Hand lasse. Und das ist ihr Leben, ja, was sie führt, wenn ich da ein bisschen aufpasse und das ein bisschen lenken kann. Aber sie kann das selbst entscheiden und ich passe da ein bisschen auf. Fahren Sie mit den Eltern noch in Urlaub zusammen? Ja. Ja, und das macht auch Spaß. Ja. Das tun Sie auch ganz freiwillig. Ja, dann ist das doch alles wunderbar. Also besser kann man sich's doch gar nicht wünschen. Ich sage, wir sind eine Musterfamilie, das glaubt bloß keiner. Denn das Leben, was wir führen, das ist bürgerlich, normal und ganz gediegen. Was ich nach draußen mache auf dem Bildschirm, das ist eine andere Welt. Aber du kannst dir vorstellen, dass viele sich das nicht vorstellen können, wenn sie dich nur vom Schirm her kennen. Ich glaube, die Frage ist wohl auch oft, ist dein Vater zu Hause genauso bescheuert wie im Fernsehen? Muss immer so drauf antworten. Ich habe gehört, das ist die Frage, die sie am wenigsten gerne hört, die ihr auf die Nerven geht. Ne? Ja, stellen Sie sich mal vor, der würde den ganzen Tag zu Hause sitzen, das hält ja keiner aus. Wenn er so wäre, zu Hause wie ja, im wenn Fernsehen. Die Frage gestellt wird. Ja, ja, eben. Ihr habt ja noch ziemlich viele Angebote und wenn die Mädels, also meine Frau und Janina, mich los sein wollen, dann nehmen sie einfach nur einen Job an für mich. Können die darüber entscheiden? Sie können es zumindest lenken sie und so. Lenken. Gut. Reden mir ein, dass es eine tolle Sache ist oder so. Wir werden hören, wie es woanders ist. Ich darf jetzt, ich bedanke mich erstmal sehr herzlich bei meinen, vielen Dank. Und ich darf jetzt Wolfgang Job und seine Tochter Henriette zu mir bitten. So. Hallo. Schön. Tja, nun haben wir schon. Auch was zu trinken wieder für die anderen. Auch. Ja, Nachschub bitte. Nachschub für Karl auch. Ja, nun, gibt es ja eine Reihe von Parallelen bei Ihnen beiden. Ein sehr. Wir sehen uns auch ähnlich. Ne? Sie sehen sich ähnlich. Hast du noch festgestellt? Ja. Und Sie sind einfach auch prominent. Ist das für Sie eine Belastung? Erstmal, wo leben Sie jetzt? Im Moment lebe ich noch in Los Angeles und Anfang nächsten Jahres werde ich nach New York ziehen. Also Sie leben in Amerika schon länger? Ja, schon seit 4 Jahren. 4 Jahre? Ja. Was machen Sie da? Ich habe vor einem Monat mein Studium abgeschlossen und ich bin Autodesignerin. Autodesignerin? Ja. Mein Gott, das lässt hoffen, dass es irgendwann mal Autos gibt, die irgendwie anders aussehen als alle anderen. Weil inzwischen sehen die Autos ja alle so ähnlich aus. Ja. Nicht alle im Windkanal gestylt. Also wenn ich da an die Unterschiede in der Mode denke, sind die Autos eigentlich irgendwo langweilig. Altmodisch. Altmodisch. Ja, wenn Altmodisch. Sie nur wenigstens richtig so wären wie die altmodischen. Ich meine, das meine ich damit. Wenn Sie so aussehen würden wie die alten Autos, dann wären Sie modisch. Ja. Oder modern. Oder zeitgemäß. Also als ich jetzt gerade zur Graduation, also zur Abschlussfeier in Los Angeles war, und ich muss mit Stolz sagen, Jette hatte das wirklich beste und schönste Auto gemacht von allen. Das muss er jetzt sagen. Ja, das muss ich nicht sagen. Also ich werde nicht mal bezahlt dafür, obwohl Föhn gerade Kami versprochen hat, er wollte ankündigen, jetzt kommen die Werbeminuten, jetzt kommt Wolfgang Job. Ist ja auch nicht passiert. Ich kenne dich aus dem Duty-Free-Shop. Ja. Und Föhn hat gesagt, um jetzt mit der Werbung weiterzumachen, du würdest mein Aftershave benutzen, da sagte ich, du kannst das auch fürs Gesicht nehmen. Siehst du, er kann auch so zurückschlagen, ne? Ich wie du sogar so eine Brühe von ihm zu Hause stehen. Aber nicht trinken. Nein. Ist zwar Alkohol drin, aber... Der Mann macht gute Sachen, aber was macht die Tochter? Ja. Der Papa hat ein Gesicht wie ein Auto und... Nein. Das Auto war sehr schön. Sie waren ja, sehr stolz. Ja, aber ich habe dann auch zu ihr gesagt, weißt du, eigentlich finde ich, da das ja alles sehr zukunftsträchtig ist und wir alle wissen ja, dass wir für die Zukunft arbeiten und nicht gerade für jetzt, dann bis unsere Sachen fertiggestellt sind, das dauert immer ganz schön lange, dann finde ich eigentlich, wenn ich mir vorstelle, wie man in der Zukunft Auto fährt, müssten das wieder wie Kutschen sein. Dann müsste man eigentlich offen fahren können, man muss ja wieder langsam fahren, also kann doch ruhig alles offen sein mit Sonnenschirm und zu mehreren bitte. Nicht mehr einer alleine in einem Auto. Das ist ja das Allerletzte. Sehr ökologisch gedacht. Ja. Jetzt muss ich doch noch mal wieder zu Henriette. Ja. Sie haben also abgeschlossen. Wollen Sie denn Autodesignerin werden? Es ist so, ich habe mehrere Angebote gekriegt, nachdem ich abgeschlossen habe, unter anderem von Mercedes in Amerika. Und es ist so, wenn man ein Auto designt, wenn man Glück hat, kommt das in 5 Jahren auf den Markt. Ja.
Und wenn man noch mehr Glück hat, hat man dann den Türgriff designt. Und der ist wirklich so geworden, wie man es gezeichnet hat. Anders dauert mir ein bisschen zu lange. Also Sie könnten sich vorstellen, in andere Bereiche zu gehen. Ja. Sie würden aber im Design bleiben. Absolut. Ist denn in Amerika, Los Angeles, wo Sie studiert haben, der Name Ihres Vaters bekannt? Als ich angefangen habe, vor 4 Jahren noch nicht. Mhm. Aber jetzt, gerade wo ich mein Examen gemacht habe, da kommen die Vorsitzenden der Autoindustrie von den verschiedenen Firmen kommen und interviewen ein. Und sie haben auf meinen Namen geguckt und jedes Mal meinte sie, ihr Name kommt mir so bekannt vor. Hat das mit irgendwas was zu tun? Und meinte ich, ja. Sie haben es schon irgendwo auf einer Litfaßsäule gesehen? Ja, das ist ein Parfum mit dem Namen. Ja, meine Frau benutzt das. Ah, da war ich fertig mit den Nerven, weil von der Autoindustrie würde man nicht denken, dass sie das vielleicht dass sie so einen guten kennen. Geschmack haben, oder was? Oder? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ach so. Dass sie so viel Geld haben, oder was? Weil es der Autoindustrie so schlecht geht. Das habe ich auch nicht gesagt. Gut. Weil, wie sprechen die Amerikaner den Namen aus? Jupe. 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 Ist das nun für Sie in so einem Fall bei so einem Vorstellungsgespräch eine Belastung oder eine Hilfe? Weder noch. Manchmal ist es eher ein Kompliment als irgendwas. Aber Sie empfinden es nicht als Belastung? Nein, durchaus nicht. Seit wann sind Sie weg von Hamburg? Sie sind ja aufgewachsen in Hamburg. Seitdem ich 17 bin. Ich war 2 Jahre lang in England, in Oxford und habe da sozusagen Abitur gemacht. Und danach bin ich in die Schweiz gegangen, Anja, und wie gesagt, jetzt in Amerika. Warum sind Sie weg aus Deutschland? Hatte das besondere Neugierde. Gründe? Neugierde hauptsächlich. Neugierde. Ja, und ich wollte auch gerne Englisch lernen und ich war immer schon sehr an Fremdsprachen interessiert und anderen Menschen, anderen Kulturen. Hat es nichts zu tun mit Veränderungen der Familie? Ich will jetzt mal den Vater fragen. Sie haben 2 Töchter. Ja. Und Sie haben irgendwann sich scheiden lassen. Haben ja, nach 13 Jahren nach Ehe. Nach 13 Jahren Ehe. Und wie heute alt, ist ja auch der 13. Ne? Heute ist der 13. Ja. Wie alt war da Henriette? Du warst... Wissen Sie das? 12 oder so. Ja, ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Also ein Teenager. Ja. Also die andere Tochter ist 19 und die war gerade mit mir auf Promotion-Tour in Amerika. Deswegen ist sie auch nicht hier, weil sie jetzt genug hatte mit der Promotion. Genug? Ja, sie war in einem sogenannten schwierigen Alter, sie war ein Teenager. Wie erklärt man das einem Teenager, dass so eine Familie auseinandergeht, dass eine Beziehung zu Ende geht? Ja, ich meine, das ist natürlich eine Sache, die sehr viele Menschen heute ihren Kindern erklären müssen, zwangsläufig, das natürlich. Bleibt nicht aus. Ja. Und ich glaube, dass man Kindern nicht eine heile Welt vorgaukeln sollte. Denn die Welt ist nicht heil und man sollte, gerade wir sollten uns nicht unbedingt bemühen, eine Scheinwelt aufzubauen. Ich finde, wenn Kinder alt genug sind, Fragen zu stellen, sind sie auch alt genug, Antworten zu bekommen. Und ich glaube, das richtige Verständnis dafür natürlich wächst erst in dem Moment, wo sie selbst in einer ähnlichen Situation sind und man sieht, wie schnell Beziehungen auseinanderbrechen. Aber es gibt natürlich den Punkt vor allen Dingen, wo sie das Gefühl haben, es geht ihnen was verloren. Und das ist natürlich immer ein sehr schmerzhafter Punkt, ein sehr schmerzhafter Moment im Leben. Mir selber ging es auch oft so. Ich habe auch oft Verlustängste gehabt und konnte das deswegen sehr gut verstehen. Aber ich glaube, sehr schnell merken Kinder auch, dass ihnen an der Liebe nichts genommen wird. Mussten Sie sich entscheiden zwischen Vater und Mutter? Nein, nicht wirklich, da sie beide in Hamburg gelebt haben zu der Zeit und nur 15 Minuten voneinander entfernt. Und insofern, wenn ich dann lieber zu meinem Vater wollte, bin ich zu meinem Vater gegangen. Und Sie konnten also ganz genau. Beides noch genießen. Ganz aber genau. War das für Sie schwer zu verarbeiten? Natürlich, am Anfang sicherlich, weil wenn immer sich Eltern trennen oder wenn Unfrieden in der Familie ist. Und als Kind denkt man meistens, dass man selber schuld ist, eventuell an irgendwas, dass man vielleicht irgendwelche Fehler gemacht hat, dass die Eltern sauer auf einen sind oder irgendwas. Aber ich muss sagen, ich war sehr froh, dass meine Eltern so offen mir gegenüber waren. Und es hat mir in meinen eigenen Beziehungskrisen, die sie inzwischen haben, oder? Natürlich, was? Sehr geholfen. Meine Tochter hat Glück bei Männern, der gefallen viele. Ihre Tochter hat Glück. Meine Tochter hat Glück bei Männern, der gefallen viele. Der gefallen viele. Ja. Da würde ich dann auch die Frage stellen, ob Sie schon mal die Nacht nicht alleine verbracht haben. Ja. Doch vor dem Examen muss man doch arbeiten. Sie haben anschließend nach Ihrer Ehe sind neue Beziehungen eingegangen und Sie haben auch schon öffentlich darüber gesprochen, dass das auch Beziehungen mit Männern waren. Nein, ich habe nie Beziehungen in oder, dem Sinne oder mit Männern gehabt. Oder ich habe enge Freundschaften zu Männern. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, auch Männer lieben zu können,
weil ich finde, Liebe ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, die jeden betrifft. Und es gibt gar nicht genug Liebe im Leben. Aber ich möchte dazu sagen, wenn man mit seinem Hund zusammenlebt und seinen Hund liebt, dass man noch lange kein Sodomist. Das heißt aber, Sie haben zum Beispiel sehr, sehr enge Freundschaften gehabt. Ja, war das ein, ja, waren das Irritationsmomente für Ihre Tochter? Nein, weil diese Freundschaften, diese engen Freundschaften, also mit den Menschen, mit denen ich dann Gott sei Dank leben konnte, nachdem ich diese enge Zweierbeziehung aufgeben musste, das waren Menschen, die meine Tochter schon seit ihrer frühen Kindheit kannte. Das waren also keine plötzlich neu auftauchenden Figuren, sondern Menschen, mit denen sie als Kind bereits aufgewachsen war. Und es war für Sie auch kein Problem zu sehen, dass jetzt also der Vater auch, ich meine, egal wie eng jetzt die Beziehung ist, aber da entsteht ja eine Zuneigung und so etwas. Und man weiß ja, dass Töchter, wenn zum Beispiel der Vater wieder heiratet, natürlich Probleme haben mit neuen Partnern des Vaters. Und hatten Sie da irgendwelche Probleme, Eifersucht oder irgendetwas? Nein. Nicht? Ich muss gerade dabei lachen, weil als ich neulich Ute Lemper kennenlernte und wir uns sehr intensiv unterhielten, da war meine jüngere Tochter dabei, in Berlin war das, und da sagte sie auf einmal, wenn du meine Mutter werden willst, mache ich dich zur Großmutter. Ja, also das ist doch immer etwas, was doch bei Kindern. Ja, das meine ich. Aber ich meine, Sie waren sehr jung damals. Haben Sie das einfach verdrängt, diese Dinge? Oder waren Sie so, hat das wirklich alles durch Gespräche und durch die Herzlichkeit in der Beziehung, ist das dadurch sozusagen leicht geworden? Weil das ja doch für Teenager solche Dinge oft eine Schwierigkeit bedeutet, nicht? Auch so ein Teilen von Zuneigung und so etwas. Ja, in dem Sinne, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas teilen musste. Sie haben die Zuneigung Ihres Vaters in dem Maße bekommen, den Sie in diesem Ja, sicherlich. Ich meine, er hat natürlich immer wahnsinnig viel gearbeitet. Insofern, er muss natürlich auch viel reisen für seinen Beruf. Und ist vielleicht keine konstante Zuneigung, aber wann immer der Zeit war, man immer... Man muss korrigieren, konstante Zuneigung war immer da. Zuneigung, ja. Präsent vielleicht. Das meine ich damit. Präsent oder abrufbar. Sie haben sehr jung schon die Tochter als Vater bekommen. Ja, ich war im selben Alter wie Sie jetzt. 24? Ja. War das ein Wunschkind? Ja, es war in dem Moment, als meine damalige Freundin schwanger war, ein Wunschkind. Also es gab keine einzige Minute den Gedanken, das Kind nicht haben zu wollen. Und insofern waren alle beide Kinder Wunschkinder. Und haben Sie sich dann auch um die Kinder erstmal auch gekümmert, also auch Dinge gemacht, die sonst nur die Mütter machen? Ja, ich hatte nie eine festgefügte Vorstellung davon, wie man als Mann oder als Frau leben müsste. Ich dachte immer, Hauptsache man hat sich gern und man zeigt anderen Menschen, dass man sie gern hat. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, selbst auch zu füttern und windeln, zu wechseln und den Popo zu pudern. Und das alles, das macht ja auch viel Spaß. Und warum sollte das gerade Frauen überlassen bleiben? Naja, ich frage deswegen, so ähnlich wie sich die meisten, die Karl Dahl nur vom Schirm her kennen, sich so diesen sorgenden Familienvater, der zu Hause also nicht dauernd irgendwelche Pointen ablässt, nicht vorstellen kann. Ich habe meine Tochter gewickelt. Wir haben in den ersten Wochen, das ist sehr schwer, weil die alle 4 Stunden wieder gefüttert werden müssen, habe ich das voll drauf gehabt, hier die Windel und so und mit dem Öl da unten rum. Also es war eine scheiß Arbeitszeit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber ich wollte sagen, so wie man sich das schlecht vorstellen kann, dass er zu Hause ganz ruhig ist, keine Pointen ablässt, so kann man sich heute, wenn man sie sieht, ihr Bild in der Werbung und in den Modezeitungen, kann man sich das eigentlich nicht mehr so richtig vorstellen. Doch, das habe ich sehr gerne gemacht. Und auch heute bin ich eigentlich jemand, der gerade neben diesem ganzen öffentlichen Leben auch sehr das mal zurückgezogene und sehr private sehr sucht und liebt. Haben Sie einen Plan gehabt, wie Sie Ihre Töchter erziehen wollen, wie Sie diese Tochter erziehen wollen? Hatten Sie irgendeine Vorstellung, wohin Sie sie geleiten wollen? Nein, ich hatte eigentlich überhaupt nie, wenn ich ganz ehrlich bin, einen besonderen Plan für mein Leben. Und ich habe eigentlich die Dinge, die sich mir durch das Leben angeboten haben, immer eigentlich freudig angenommen. Und habe auch nie lange gezögert, mir die Finger schmutzig zu machen. Und ich glaube, das war auch vielleicht ein Schlüssel für meine spätere Karriere, dass ich sehr flexibel war und die Dinge eigentlich auf mich zukommen lassen und aus der einen Sache habe die nächste entwickeln lassen. Insofern habe ich auch immer aber ich weiß natürlich eines ganz genau, dass man, wenn man ein Elternpaar oder ein Elternteil ist, macht man natürlich alles verkehrt. Das ist ganz klar. Meine Eltern haben an mir alles verkehrt gemacht. Das ist ganz klar. Die haben an ihnen wahrscheinlich alles verkehrt gemacht. Und zu viel Liebe ist falsch und zu wenig Liebe ist falsch. Zu viel Aufmerksamkeit ist verkehrt und zu viel Strenge ist auch verkehrt. Also man kann eigentlich nur so sein, wie man ist, weil alles andere ist auch wieder falsch und verklemmt.
Und deswegen hatte ich keinen Plan. Ich wollte ihnen immer nur zeigen, dass ich sie wirklich liebe und dass ich Freund bin. Und auch nicht immer Vorbild sein kann. Sie haben von Ihren Eltern gesprochen. Man liest ja jetzt viel über Sie, also auch natürlich über Ihre Jugend. Man hat das Gefühl, dass Sie sich immer ein bisschen beweisen mussten, Ihren Eltern, weil die einen ganz anderen Lebensentwurf hatten. Ihr Vater war Chefredakteur von Westermanns Monatsheften. Ja. Und Sie haben verschiedene Dinge studiert. Ja, ja. Du machst einen Witz. Warum? Warum? Westermanns Monatshefte. Ja. Das gab es früher wirklich. Ja, 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 natürlich. Ja. Das war 150 Jahre lang. Und eine sehr angesehene Zeitschrift war das. Und Sie haben dann Design studiert, Sie haben Kunst studiert und so weiter. Und ich glaube, so eine Richtung Mode und Parfum ist ja für sehr solide bürgerliche Eltern immer eher etwas suspekt. Mussten Sie sich beweisen? Nee, ich war eigentlich immer suspekt. Und in dem Moment, als ich Mode und Parfum machte, da hatte man sich eigentlich längst beruhigt und glaubte, dass aus mir schon was wird. Ja. Denn vorher habe ich sehr, sehr viele Dinge gemacht und habe sie eigentlich auch alle mit Freuden gemacht und irgendwie auch mit einem gewissen Erfolg. Egal, was ich gemacht hatte. Natürlich konnte ich das Wort Modedesigner nicht mal buchstabieren, als ich noch in Potsdam oder in Braunschweig lebte später. Aber jetzt würde ich gerne Ihre Tochter fragen, müssen Sie sich beweisen Ihrem Vater gegenüber? Ich meine, das ist ja ein Riesenvorbild, das sind ja große Schuhe. Ja. Und jetzt sind Sie auch noch in der gleichen Branche. Na, es ist nicht genau Design im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, ja. Sicherlich. Haben Sie da so einen Druck? Der Druck stammt sicherlich nicht von meinem Vater selber. Er hat in gewisser Weise mich nie dazu gezwungen, einen Beruf zu haben oder nicht oder irgendwas. Insofern, der Druck, wenn irgendwo ein Druck ist, dann stammt das sicherlich aus mir selber heraus. Das glaube ich, das passiert meistens so, dass das mehr von einem selber kommt, ja, weil man einfach dieses große Vorbild erreicht. Ist er ein Vorbild für Sie? Auf jeden Fall. Ist er auch ein Spiegel? In welcher Beziehung meinen Sie? Ja, dass man Spiegel? Viel von sich sieht, also dass man Dinge sieht im Vater, auf die man stolz ist, aber auch Dinge, wo man sagt, die könnten anders sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei so einem unglaublichen Erfolg, der ganz aus sich alleine geschaffen ist und ohne irgendwelche Hilfe, hoffe ich sehr, dass ich in der Zukunft sehr viel davon im Spiegel bei mir erblicke. Haben Sie jemals Streit gehabt? Und jemand muss es doch irgendwie mal geben? Ja, sicherlich, wenn man... Also, sagen wir mal, aber gab es auch ernste Dinge? Hauptsächlich sicherlich, weil vielleicht über Schlampigkeiten, wie das schon vorher erwähnt wurde, in anderen Familien, in den Phasen, wo man die Socken und alles andere rumliegen lässt und... Ja. Gerne auch die Pullover anzieht und ich weiß nicht, Sachen drauf. Also Sie haben gesagt, Sie haben schon Beziehungskrisen, also heißt das, dass Sie auch schon Freunde und Männer hatten, die, mit denen Sie eine Beziehung hatten in irgendeiner Form. Ja. Werden die eigentlich an so einem tollen Vater, Sie haben also selbst da ziemlich klar gesagt, dass Sie ihn ganz toll finden und das kann man ja auch verstehen irgendwo, werden die an ihm gemessen, haben die es sehr schwer? Ich habe Glück insofern, dass sie ihn meistens nie zu Gesicht bekommen. Aha, naja, aber jetzt, also die kommen nie nach Deutschland oder er kommt dann höchstens nach New York und die sind in Los Angeles. Ja. Aber für Sie messen Sie denn nicht? Also jetzt nicht. Das habe ich aufgegeben. Das haben Sie aufgegeben. Aber da ist doch eine Gefahr drin. Als ich jünger war, habe ich das sicherlich versucht. Aber ich habe festgestellt, dass ich lebe mein eigenes Leben so sehr. Schon, wie gesagt, seit den letzten 4 Jahren. Das, haben Sie eine Vorstellung, wie Sie Ihr Leben, was Beziehungen anbelangt, führen wollen? Möchten Sie eine Familie haben, Kinder oder lieber frei sein? Ja, es ist nicht so leicht, weil wenn man sich viel vornimmt, wenn man sich eine Karriere vorstellt und dann auch noch Kinder und noch einen Mann. Und dann das Problem ist, man braucht jemanden, der einem Support gibt, also der einem hilft bei seiner Karriere. Und dann, also Sie wollen schon wie der Vater Karriere machen? Ich, ja, auf jeden Fall. Und das wenn ich kann man das auch mit so einem großen Vater? Oder gerade dann? Ja, ich glaube schon. Das ist ja auch ermutigend für viele Töchter von Vätern. Die ja, es gibt vor allen Dingen auch, ich glaube, hinter jedem Erfolg, egal auf welcher Branche oder in welchem Umfeld er stattfindet, gibt es ja immer was Ähnliches. Es gibt immer ganz ähnliche Rezeptoren. Ich glaube, auch wenn man im Showbusiness ist oder vor oder hinter der Kamera steht, es ist einfach doch immer wieder den Schweinehund überwinden und immer wieder das Kreuz durchdrücken, wenn es einem gerade ganz krumm vorkommt. Also diese Portion an Selbstdisziplin, die man sich nur selbst auferlegen kann, die man auch eigentlich nicht lernt, nur an sich selbst trainieren kann, das ist etwas, was man, glaube ich, jedem beibringen kann, auch seinen Kindern.
Sie haben einen großen Erfolg, darüber sprechen wir jetzt auch schon die ganze Zeit, das ist einfach auch sichtbar. Ich kann weiterreden. Ja, aber Sie haben natürlich auch immer wieder Ihre Schläge bekommen, ja. Vielleicht auch wegen des Erfolgs, vielleicht steckt auch Neid dahinter. Man hat Ihnen alles Mögliche vorgeworfen, Stasi-Kontakte, Kokain und so weiter und so weiter. Trifft Sie das oder? Da musst du lachen. Das hat man dir noch nie vorgeworfen. Also ich muss dich enttäuschen. Ich hatte noch nie Kokain und Stasi-Kontakte. Aber ich glaube, da sind noch ziemlich viele Zeitungsenden dabei, ne? Naja, ich stopfe immer mit Mühe und Not so das letzte Sommerloch. Das ist mir schon klar, das ist mir schon aufgefallen. Aber trifft Sie das? Es hat mich beim ersten Mal getroffen, weil ich dachte, ich habe so ein nettes Image, dachte ich vorher. Ich dachte, ich bin so einer, der so viel gearbeitet hat und dabei immer noch nicht sein Gesicht verloren hat. Und dachte, ich bin so ein netter Nachbarsjunge für jeden. Und dachte auch, ich bin hoch identifizierbar. Und dann merkte ich auf einmal, nee, das bin ich nicht. Ich bin vielleicht sogar jemand, den man vielleicht nicht mag. Und das hat mich zuerst sehr irritiert, das gebe ich offen zu. Aber mir war es auch in dem Fall ungeheuer wichtig, wie meine Kinder zum Beispiel zu mir gestanden haben, wie Freunde zu mir gestanden haben, weil sie wissen ganz genau, wer ich bin. Und sie, wenn ich Probleme mit diesen Dingen gehabt hätte, dann wären die die Ersten gewesen, die mich darauf aufmerksam gemacht hätten und hätten gesagt, hör mal zu, Daddy, so geht's nicht. Und das ist das einzige Maß, was mich eigentlich messen kann. Und ja, aber mittlerweile ist es auch so, dass es schon so ein Teil meiner Öffentlichkeitsarbeit geworden ist, dass ich eigentlich schon so auf die Uhr gucke und warte, wann kommt wieder irgendwas. Denn eins ist mir klar, wir Deutschen, die ich ja sehr liebe, ich liebe mein Land sehr, haben dennoch ein Problem mit den Leuten, auf die sie eigentlich stolz sein könnten oder sollten. Nicht nur. Gut, wir brechen jetzt mal hier ab. Ich danke Ihnen herzlich. Sie bleiben bei mir. Vielen Dank. Ich darf Barbara Thalheim und ihren Vater Werner Thalheim zu mir bitten. Hallo. Ich möchte mich erstmal sehr herzlich bei Herrn Thalheim bedanken, dass er zu uns gekommen ist. Mit 86 Jahren macht man ja nicht mehr gerne so große Reisen. Sie leben in Berlin, ist das richtig, Herr Thalheim? Berlin. In Berlin. Und Sie haben, ich sagte vorhin schon, Sie haben ein Jahrhundert erlebt. Mit vielen Dingen, politischen, gesellschaftlichen Dingen. Wenn wir da anfangen würden, über alles das zu reden, was Sie erlebt haben, da könnten wir die ganze Talkshow mit Ihnen allein füllen. Wir wollen aber heute ein bisschen über Sie und Ihre Tochter sprechen. Vielleicht erzählen Sie, Frau Thalheim, noch ein kleines bisschen unseren Zuschauern. Sie sind vielen auch in Westdeutschland bekannt. Sie haben viele Tourneen hier gemacht. Ja, Sie waren in Köln mehrmals und in anderen Städten, aber nicht so bekannt wie den Zuschauern in Ostdeutschland. Sie haben... Ich sagte vorhin, wie nennen Sie, was sagen Sie, was Sie tun? Ich sage immer, ich bin nicht Sängerin, sondern rhythmische Ruferin, weil rhythmische ich nicht singen kann. Rhythmische Ruferin, ja. Mhm. Sie sondern Töne ab, sozusagen. Rhythmische Rufe. Sondern. Heißt das auch, dass Sie ein bisschen ein Rufer in der Wüste sind? Also, dass Sie könnten ja auch Töne sagen, aber Sie sagen, glaube ich, schon sehr bewusst Rufe. Nee, wenn ich Töne sagen würde, würde ich ja sozusagen unterschwellig behaupten, dass ich singen kann. Das kann ich ja nicht. Na gut, das ist eine Sache, aber das zweite... Welche Wüste meinen Sie? Die Wüste des Ostens? Naja, überhaupt. Also. Rufe in der Wüste heißt ja, dass man auch eine Botschaft hat, dass man engagiert ist. Das ist doch wohl das, was einen Liedermacher unterscheidet von einem Schlagersänger. Ja, auf den Disput möchte ich mich nicht einlassen, weil ich habe Freunde, die Schlagersänger sind und die kann ich gut leiden, aber es ist schon so. Ja, ich wollte das damit auch nicht werten, sondern es ist nur eine andere Sache. Sie waren sehr erfolgreich in der DDR, durften auch ausreisen, aber irgendwann mal waren Sie wohl unbequem und sind dann 1980 aus der SED ausgeschlossen worden. Mhm. Heißt das, dass Sie sich sozusagen abgewendet haben von einem früheren Bekenntnis oder auch Ihre Meinung geändert haben? Wie kam es dazu? Ich staune, dass Sie mich nicht fragen, warum ich in die DDR, in die SED eingetreten bin, sondern warum ich ausgeschlossen wurde. Also, ich hätte an Ihrer Stelle das Erste gefragt. Jetzt. Ja, ich wollte das verkürzen und will erstmal, Sie können das... es impliziert die Frage vielleicht, wenn ich sage, haben Sie Ihre Meinung geändert, dann nein, meine ich damit, warum sind Sie gut, warum sind Sie eingetreten und warum sind Sie ausgeschlossen worden? Es ist schon so, dass diese Partei für die Mitglieder, die in ihr waren, nicht in jedem Fall eine homogene Angelegenheit war. Es gab Leute, die sind da eingetreten aus ganz anderen Gründen als ich, aber das hat schon was zu tun mit diesem Vater. Mit den Eltern? Der als, wie alt warst du, als du in die KPD eingetreten bist? Nein,
17? 16. 16, ja. Und das war zur Zeit Weimarer Republik? Weimarer Republik. Nein, das war, ja, natürlich. Ja. Republik. Und Sie haben dann sehr gelitten darunter, dass Sie Kommunist waren bei Hitler. Sie wurden sogar ins KZ gebracht. Na, ich war vorher sehr aktiv und habe mich, ich wurde ja ausgeschlossen aus der Partei, weil ich 1932 mit Willy Brandt und Edith Baumann glaubte, wir jungen 17, 18-Jährigen könnten den Faschismus verhindern. Und wir bildeten damals, das ist hier sicher bekannt, den sozialistischen Jugendverband. Da war die Abstimmung im Reichstag, die Panzerkreuzer-Abstimmung, und da bildeten 18 Reichstagsabgeordnete die SAB. Herr Dahn, wenn wir das jetzt vertiefen, das sagte ich schon, dann wird das eine eigene Talkshow. Deswegen darf ich Sie bitten, Sie sind nach dem Krieg ziemlich aktiv gewesen in der DDR, in der SED. Sie waren Kulturfunktionär oder wie immer man das nennen kann. Sie waren in der Komischen Oper als Dramaturg. Haben Sie Ihre Tochter versucht, politisch zu beeinflussen oder, sagen wir mal, politisch zu erziehen? Beeinflussen klingt so negativ. Ich meine das gar nicht negativ. Wollten Sie ihr sozusagen ihre eigenen Glauben, politischen Glauben, auch übertragen? Sie hat sicher auch mich irgendwie als Helden gesehen, weil sie ist ja später geboren, aber wusste, dass ich nun 5 Jahre bei den Nazis gesessen hatte. Aber ich habe nicht unmittelbar auf sie eingewirkt. Wir hatten den Eindruck, dass ihre Entwicklung in der gleichen Richtung geht. Und ich bin angesichts der Erlebnisse des ersten Teils dieser Sendung und der hier wirklich jungen Menschen zu der Erkenntnis gekommen, dass es im Grunde mehrere Generationen gibt, nicht nur junge und alte, sondern alte, mittlere, ganz junge und vielleicht noch ganz alte und ganz junge. Wenn Sie jetzt an die 15-Jährigen denken, wie dieser S-Bahn-Surfer, der sich neulich sagte, ich will sterben, ich will keine 20 Jahre werden, und der ist ja auch dann gegen einen Mast gefahren. Das heißt, Sie sagen, es gibt so viele unterschiedliche Ideale oder Nicht-Ideale in den einzelnen Altersgruppen. Wie war es denn bei Ihnen? Ich staune immer, wenn er mir erzählt aus seiner Kindheit und so, dass er noch bei Petroleumlampen seine Schularbeiten gemacht hat. Und wenn ich mir das überlege, was das für ein Zeitabschnitt ist, dass man heute also sozusagen vor Computern sitzt und seine Schularbeiten macht, dann muss ich immer... Aber ich denke schon, dass es so ist, dass jeder Mensch, ob er möchte oder nicht, sehr stark geprägt ist von seinem Elternhaus. Und wenn man einen Vater hatte, der ein KZ überlebt hat, ist man einfach anders geprägt. Auch stolz auf ihn, das stimmt doch, was Sie sagen. Ja, das stimmt. Denn zu der Zeit gab es nicht so viele Familien, weder in der DDR noch bei uns. Es gab auch nicht so viele Leute, die KZs überlebt haben. Nein, aber auch überhaupt Familien, wo man wirklich sagen konnte, die haben nicht mitgemacht. Vielleicht ist er auch deshalb so ein alter Vater, weil er eben keine Zeit hatte, mich zu zeugen, weil er im KZ saß vorher. Er war älter, als Sie zur Welt kamen. Aber es ist noch wichtig ist Folgendes, dass man immer wieder bemerkt, dass die jungen Menschen von heute, darunter rechne ich jetzt alle ganz Jungen und schon Ältere, so wie ich. Die also sehen, dass diese Alten doch irgendwie welchen Phantomen nachgelaufen sind. Sehen Sie, es gibt da ich weiß nicht, ob Sie Heine kennen, es gibt bei Heine ein Gedicht, wo er die französischen Grenadiere leben lässt und sagt, was schert mich Weib? Was schert mich Kind? Sollen Sie betteln gehen, wenn Sie hungrig sind? Mein Kaiser ist nach der Schlacht bei Waterloo. Sind Sie einem Phantom nachgelaufen? Und das hat Sie, ja natürlich. Welchem Phantom sind Sie nachgelaufen? Wir haben die Vorstellung gehabt, dass unsere Ideale nach dem Zusammenbruch Deutschlands, nach diesem Zweiten Weltkrieg, sich durchsetzen werden. Und das war eine Illusion, das war eine Utopie. Wir haben gesehen, dass diese
DDR zusammengebrochen ist. Jetzt muss ich Ihre Tochter fragen, ab wann haben Sie gemerkt, dass Sie dieser Illusion, wenn immer sie es so war, nicht auch nachlaufen wollen? Also die Antwort ist ein bisschen komplizierter strukturiert. Also es ist ja so, ich denke, ich gehöre einer Gruppe von Ostdeutschen an, die sehr lange eine andere DDR wollten und nicht keine DDR. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Und ich denke, dass ich das für meine Generation gesprochen relativ spät gemerkt habe, dass ich aber das meine dazu versucht habe zu tun, um es zu realisieren. Das hat natürlich was mit der Herkunft zu tun. Ich denke mal, wenn ich die Tochter eines Ehepaars gewesen wäre, die einen gut gehenden Optikerladen in der Kleinstadt gehabt hätten oder so, wären meine Ideale andere gewesen. Aber so wie das gelaufen ist, denke ich schon, dass mein Schmerz, den ich jetzt empfinde und den ich versuche in Lieder umzusetzen, nicht damit zu tun hat, dass ich jetzt über die Vereinigung sauer bin. Das wird sehr oft verwechselt in den Feuilletonseiten der Westdeutschen Zeitung, sondern es ist einfach der Punkt, dass man hoffte, das Seine dazu zu tun, diese in den Dreck fahrende Gesellschaft zu verändern. Und man hat es nicht gepackt. Aber es gab doch eine Zeit, wo Sie sich schon sehr dezidiert von der DDR, so wie sie bestand, nicht von der DDR überhaupt, das sagten Sie, aber so wie Sie gehandhabt haben, ja, wie Sie sich da distanziert haben. Seit Mitte der 76, ja. 77. Und entstand da nicht ein Konflikt zu dem Vater, der ja da noch dabei war und der erst später offensichtlich gemerkt hat, dass er einer Utopie nachgelaufen war? Ich denke, dass es so ist, dass es immer Konflikte gibt zum Elternhaus dahingehend, dass jeder Mensch, der in ein Elternhaus hineingeboren wird, sozusagen Kreise um das Elternhaus zieht. Und die Kreise werden immer größer. In Ihrem Fall reichen sie bis nach Amerika. Bei mir reichten sie sozusagen nicht weit genug, einfach weil dieses Land, in dem ich aufgewachsen bin, Grenzen habe, in das ich hineingeboren war. Das war aber kein Punkt, der mir anzulasten ist, sondern der einfach so war. Herr Dahlen, was haben Sie denn gesagt, als Ihre Tochter aus der SED ausgeschlossen wurde? Na, zunächst war ich überrascht, aber ich fand es völlig normal, weil ich überzeugt war, dass man etwas tun muss. Sehen Sie, uns, den Knastologen, wie wir so schön sagen, von Hitler, wird ja vorgeworfen, dass wir geschwiegen haben. Wir haben vielleicht in dieser zweiten Periode, wo wir hätten sprechen müssen, geschwiegen, weil wir sagten, wir wollen nicht nochmal ja, den Knast. Aber Ihre Tochter hat ja nicht geschwiegen, deswegen ist sie ja auch ausgeschlossen worden. Und waren Sie damit einverstanden, dass sie nicht geschwiegen hat? Ja, das kann ich wohl sagen, dass ich der Meinung war, ich war stolz. Wir waren stolz darauf, dass unsere Tochter einen anderen Weg geht. Haben Sie das so empfunden damals? Na ja. Nicht ganz. Nicht ganz. Es ist doch so, dass man das ja selber nicht einschätzen kann. Ich habe damals unheimlich gelitten unter dem Ausgestoßensein. Ich habe das einfach anders empfunden. Es ist ja peinlich genug, dass es mir heute in dem vereinten Deutschland zur Ehre gereicht, aus der Partei ausgeschlossen worden zu sein. Es ist peinlich genug. Ich habe es nicht beansprucht für mich. Nein, aber Sie haben etwas dazu getan. Ich habe das meine dazu getan, aber ich habe es ganz anders gemeint, als es mir heute angerichtet wird. Gut, darüber wollen wir jetzt auch nicht diskutieren, sondern es ging darum, ob für Sie, nachdem Sie mit großem Recht Ihren Vater wirklich bewundert haben, als jemand, der im Dritten Reich nicht nur geredet hat, sondern wirklich sich dagegen gewandt hat, auch dafür leiden musste. Das ist aber die Tradition vieler Immigrantenkinder. Ich bin ja nicht allein auf der Welt. Es gibt viele Immigrantenkinder in der ehemaligen DDR, in Ostdeutschland, die so eine Geschichte haben. Also ja, deren Väter oder Mütter in der Emigration waren oder im KZ waren oder im Knast überhaupt waren, die sozusagen mit einer Tradition des Widerspruchs in diese Gesellschaft hineingeboren wurden. Und diese Tradition des Widerspruchs haben sie natürlich für sich in Anspruch genommen. Und die haben sie auch mehr oder minder intensiv gelebt. Ich würde gerne die beiden anderen Paare mal fragen. Lieber Karl, spielt bei euch Politik eine Rolle? Ich meine, diese ganzen, wenn man das hört, welche aufwühlenden Konflikte in einer Familie entstanden sind durch Dinge, auf die man selbst ja kaum einen Einfluss hatte, die einfach von außen kamen. Dafür geht es uns ja nun sehr gut. Bedeutet das, dass bei euch zum Beispiel Politik gar nicht besprochen wird? Doch, Politik wird besprochen, aber ich bin, muss mal eins sagen, ich bin heilfroh,
dass es diese Konflikte, sagen wir, in der Ex-DDR gelebt haben zu müssen als Altkommunist und die Tochter, die ausgeschlossen wird, das haben wir ja nun hier im Westen nicht gehabt. Wir waren eben auf der anderen Seite. Deswegen kann ich das auch schlecht nachempfinden. Diesen Konflikt. Das ist auch das Problem, was jetzt dieses Ost-West-Problem, dass die das viele nicht verkraften können, sag ich einfach mal. Und dass wir uns nicht verstehen oft. Naja, auch die Familien gespalten werden. Ich kann mir vorstellen, wenn einer sein Leben lang Kommunist war, ja, Herr Thalheim, da ist man auch noch zum Schluss Kommunist, oder nicht? Ja. Ob Kommunist oder Sozialist, das ist dasselbe. Ja. Es ist ein Ideal, es ist eine Vorstellung, dass diese Welt zu verändern ist. Dass sie nicht die beste aller Welten ist, wie es Moldea einmal gesagt hat. Aber darf ich, Herr Biolek, noch etwas hinzufügen? Die Sendung nennt sich Boulevard Bio. Ja. Ich habe in Paris 5 Jahre auf einem Boulevard gelebt, der nannte sich Auguste Blangy. Ich weiß nicht, ob die Herrschaften wissen, wer Blangy war. Das weiß ich nicht. Heine kannte ich, aber das weiß ich nicht. Aber dieser Blangy, der im vorigen Jahrhundert gelebt hat, hat immer sich auf Marx berufen. Und da hat Marx in einer französischen Zeitung den Satz geschrieben, garde à moi-même, schön's wie beim Marxist. Was mich anbelangt, so bin ich kein Marxist. Sehen Sie, und da haben Sie, wenn Sie wollen, wenn Sie das weiterdenken, die Erklärung für all das, was hier gesagt wurde und gesagt werden müsste. Ich muss doch noch mal sagen, Herr Job, auch bei Ihnen ist sicherlich Politik nicht das Hauptthema in der Familie, wenn man über so viele andere Dinge zu reden hat. Ja, aber Politik findet auch in der Familie statt, nicht nur in der Politik. Ja, aber kann man auch das, was im Augenblick zum Beispiel passiert in der Politik, kann man das einfach so links liegen lassen, Nein. weil man so viele andere Probleme Nein, hat? Nein, überhaupt nicht. Muss man nicht auch plötzlich sagen, es geschehen Dinge, die uns vital alle betreffen? Ja, Sie sind doch zum Beispiel viel im Ausland. Ja. Und ich kann mir doch vorstellen, dass Sie dort auch spüren, dass die Dinge, die heute passieren mit neonazistischen Tendenzen, nicht nur gegenüber Ausländern, gegenüber Juden, gegenüber Minderheiten, es fängt schon an, dass Heime von behinderten Kindern angezündet werden, dass das doch, das kann einen doch nicht ganz kalt lassen. Es ist auch ziemlich unfasslich. Es ist ziemlich unfasslich, weil ich früher immer behauptet habe, im Ausland, also in Amerika, wenn es um das Thema Faschismus ging oder Rassismus oder irgendwas und jüdische Freunde gesagt haben, ich habe immer noch ein bisschen Angst vor Deutschland. Habe ich gesagt, Deutschland braucht ihr keine Angst zu haben. Niemals. Wir werden das letzte Land sein, was jemals wieder faschistisch wird. Und man hat mich überholt. Wirklich, und da bin ich sehr entsetzt drüber. Gibt es solche Themen auch in den Gesprächen mit Ihrer Tochter? Ja, natürlich. Wir leben ja heute, wir leben jetzt. Und wir leben manchmal gemeinsam, manchmal entfernt voneinander, aber das ist ja ein Teil unseres Lebens. Und wir können uns ja nicht einbilden, dass wir in einem Elfenbeinturm leben oder ausgespart sind vom Leben. Sehen Sie sich regelmäßig? So oft es geht. Wir sehen uns im Ausland oder hier und wir reden über all die Dinge, die uns betreffen. Und ich finde Politik, DDR, all diese Dinge, die Wiedervereinigung hat mich sehr betroffen, denn ich habe mein Leben lang nicht verstehen können, wie zwei deutsche Teile das so einfach hinnehmen konnten. So einfach und ohne Schmerz. Und jetzt auf einmal so verdattert tun, wo das nun passiert ist, das, was man sich so lange gewünscht hat. Und ich kann auch nicht verstehen, dass ein Teil der Deutschen vom anderen Heldentum verlangt, den sie selber nie beweisen mussten. Danke. Karl. Du warst nicht der andere Teil. Aber Karl, ist es nicht so, ich nehme an, dass das Janina... Endlich! Janina, interessieren Sie sich für solche politischen Dinge oder sind Sie zu jung? Haben Sie im Augenblick andere Probleme, die Sie beschäftigen? Ich glaube, zu jung dürfte ich dafür eigentlich nicht sein. Aber ich muss sagen, ich selber habe davon viel zu wenig Ahnung und viel zu wenig Interesse dafür. Aber könnte es sein, dass später einmal Sie Ihrem Vater sagen, warum haben wir damals über solche Dinge nicht mehr gesprochen? Denn es ist ja, es wird da auch manches einfach so hingenommen, was vielleicht irgendwann mal in 20 Jahren muss sie vielleicht über Dinge entscheiden als Wählerin oder als überhaupt als Mitglied der Gesellschaft. Da hast du keine Bedenken. Das in 20 Jahren, das weiß ich nicht, aber
Ich weiß jetzt nicht, mit wem du redest im Augenblick, ja? Ja. Also es ist eigentlich an euch beide. Ich habe gleich Schluss. Du wolltest uns noch ein Schlusswort, damit jeder noch mal sein Gesicht im Fernsehen zeigen kann. Nein. Ja. Es bewegt mich, weil ich habe das Gefühl, dass bei uns im Westen, weil es uns schon so lange so gut geht, dass wir vielleicht zu wenig über politische Dinge reden, während wahrscheinlich der Alltag im Osten immer noch zu stark von diesen Dingen beherrscht ist. Da muss ich auch sagen, uns geht's hier ging es sehr gut und denen da drüben ging es nicht so gut. Das läuft jetzt alles zusammen, die rote und die schwarze Brühe, aber da kommt keine Farbe raus. Ich wollte noch mal jetzt ganz was anderes und noch mal zum Abschluss. Es stimmt, wir müssen langsam zum Abschluss kommen. Wunderbar, wie wir das so machen. Bei Vätern und Töchtern, da gibt es eine Sache, die muss ich doch noch mal ansprechen. Die Töchter brauchen den Vater, ich sagte vorhin, das ist der erste Mann in ihrem Leben, den brauchen sie doch auch, damit ihnen jemand sagt, wie schön sie sind, der sie mal zärtlich in den Arm nimmt und der irgendwo auch eine gewisse Erotik mit ihnen aufbaut. Gleichzeitig haben doch Väter dann immer Angst, dass da solche Tabuthemen angerührt werden. Gibt es da Verklemmungen? Ist das wirklich so, dass Väter einerseits auch wirklich diesen Töchtern sagen möchten, sie sind schön und sie sind eine schöne Frau und gleichzeitig haben sie immer Angst, ja, was tue ich da, darf ich das überhaupt tun? Gibt es so etwas? Gab es das früher vor allem in Ihrer Generation? Doch, das gab es sehr stark. Davon bin ich absolut überzeugt und ich habe sogar den Eindruck, dass wir, die ganz Alten, in dieser Richtung spießerhaft waren. Heute ist das etwas freier gehandhabt. Ja, ist das freier? Aber eben auch mit dem Unterschied, dass im Vordergrund Dinge stehen, die vielleicht nicht so wichtig oder entscheidend sind, wie die Zuneigung zu der Tochter der Familie. Ist es heute freier? Ist man von diesen Dingen unbefangener? Ich finde im Moment nicht mehr. Ich habe immer gedacht, dass diese vielen Jahre sexueller Erziehung und Aufklärung, die ich nun in diesem Land über die Medien erfahren musste in meinem Leben, hätte zu irgendetwas geführt. Ich finde, gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass wieder mal Liebe, Zuneigung permanent mit Sexualität vermischt wird und Sexualität einen komischen Beigeschmack wiederkriegt auf einmal. Und ich finde, ich selber bin in einen Club mit eingetreten, wo eben misshandelte Kinder oder verführte Kinder praktisch besorgt werden und so weiter. Mit einem Journalisten zusammen habe ich das gemacht, weil ich natürlich das entsetzlich finde, wenn Kindern Sexualität von Erwachsenen aufgezwungen wird. Das finde ich entsetzlich, weil jeder hat das Recht, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Nur finde ich, was daraus gemacht wird aus dem Problem, welche Öffentlichkeit diese Kinder erfahren, das ist die zweite und oft noch viel größere Verletzung als ein klein bisschen zu viel Zärtlichkeit. Ja, bedanke mich. Ich glaube, es ist ein schöner letzter Satz an einem Abend, wo sich Töchter mit ihren Vätern hier dargestellt haben. Frau Thalheim, Sie werden jetzt noch ein Lied singen. Sie haben in Ihren Liedern viel von Ihrer eigenen Geschichte verarbeitet. Ist das so? Das ist so, ja. Kann man sagen. Ja. Sie sehen sich wahrscheinlich auch nicht nur als Einzelkämpferin, sondern die Problematik ist eine Problematik vieler. Also es ist beispielhaft. Das ist meistens so. Man denkt ja immer daran, dass man also nicht allein auf der Welt lebt, sondern für eine Generation oder für eine bestimmte Sorte von Menschen Lieder macht. Sie werden begleitet. Ist das Ihre Band? Nein, das ist die Rockband Pankow. Für mich sind es die Rolling Stones der ehemaligen DDR. Also eine Kultgruppe in der DDR. Eine Kultgruppe, das sehr kann schön. Man so sagen. Und es ist toll, dass Sie heute mitgekommen sind. Ich danke der Gruppe Pankow. Ich danke Ihnen. Über das Lied brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Es ist ja in Deutsch, man versteht den Text. Es heißt das Ende der Märchen und jeder kann sich das Seine dabei denken. Gut, ich danke Ihnen. Aber bevor Sie rübergehen, möchte ich mich noch, oder bitteschön, während Sie rübergehen, möchte ich mich verabschieden von meinen Zuschauern, mich bedanken fürs Zusehen. Und hier ist nochmal Barbara Thalheim mit ihrem Lied. Ich
Ich habe keine Märchen mehr. Der Prinz steht an nach Levis Jeans. Keiner schlecht, keiner gut, kein Versteck und doch. Das gute Ende fragt sich noch. Ich hab nur mein Geld. Im Wald wütet kein Drachen mehr. Woher kommt meine Angst? Warum zieht alles mich so an, was man für Geld nicht kriegen kann? Ja, so geht's in der Welt. Nun weiß auch ich, was Gruseln ist. Es war einmal und es blieb nur, es ist. Ich habe jetzt kein Wunder mehr, dass meine Art. Und dennoch glaube ich daran, dass etwas kommt, das mich erlöst. Hinterm Berg, hinterm Haus, hinterm Tag. Das blieb mir aus der Kinderzeit.